So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und eigentlich wollte ich heute den X-Raid von gestern zeigen und ein besonderes Shiny, was ich entwickelt habe, plus ein paar Rayquaza-Raids, aber weil schon wieder was Neues passiert ist, zeige ich das Aktuelle heute und die X-Raid-Folge wird auf morgen verlegt. Morgen ist ja auch der Community Day mit Drassler, da kann ich sowieso nichts machen, deswegen habe ich da wenigstens schon ein vorbereitetes Video und jetzt ganz neu, ihr habt sicherlich alle die Benachrichtigung bekommen, Team Go Rocket hat noch mehr Arten von Pokémon zu Krypto-Pokémon gemacht und das ist richtig cool, wenn ihr euch das Bild hier anseht. Was heraussticht, ist natürlich das Krypto Garados. Das sieht richtig heftig aus. Wir wissen ja leider, kriegt das meistens keine guten Werte, kein hohes Level, keine guten WP. Das ist eigentlich nutzlos, aber in der Sammlung so ein richtig bösartiges Garados ist bestimmt richtig genial. Jetzt habt ihr da also einen kleinen Artikel, da steht was drin. Was jetzt neu zu kriegen ist, zum Beispiel Quapsel könnt ihr jetzt bekommen, Slimer, Slimog, Traumato, Hypno, Dragosso, Sichlor, Carbador, Hunduster, Hundemon und Drassler demnächst. Das ist natürlich richtig genial und ich habe mir gedacht, weil die eine Welle jetzt vorbei ist, alle die bisher eingeführt wurden, habe ich mir geholt, auch Relaxo habe ich mittlerweile auch bekommen und wollte jetzt mal die Krypto-Pokémon, die bisher da waren, nehmen und entwickeln als Familie, dass ich wirklich die erste, die zweite und die dritte Stufe dann auf der Hand habe und im Beutel sammle. Wie ihr das macht, könnt ihr ja mal reinschreiben zur Feier des Tages, weil es jetzt neue Krypto-Pokémon gibt. So kann man dann die neuen alle sammeln und von den neuen dann auch wieder Entwicklungsfolgen machen, wenn man gut drauf ist. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier in den Beutel. Geben mal Krypto ein und da sehen wir schon verschiedene Bisasam. Ich werde es immer so machen, dass ich das höchste komplett durchentwickle. 308 WP hat das, hat auch Werte von 13, 13, 12. Wenn ich das jetzt erlösen würde, hätte es dann 15, 15, 14. Brauche ich aber nicht, habe schon ein 100er Bisasam von damals. Ich werde es jetzt also einfach mal durchentwickeln, dass wir eben neben dem Krypto-Bisa-Samen auch das Krypto-Bisa-Flor und das Krypto-Bisa-Knosp haben. Oder nee, erst Knosp, dann Flor, wie auch immer. Zeitgleich ist auch unten der Schatten weg, wie man sieht, wenn man das jetzt so macht. Was macht ihr mit euren Krypto-Pokémon? Tut ihr die gleich? Tut ihr die? Wir sind keine Tutmenschen. Entwickelt ihr die und wollt ihr die sammeln auf der Hand? Wollt ihr die Endstufe sammeln? Oder erlöst ihr einfach alle und sagt, Krypto-Pokémon sind eh für nichts brauchbar? Also, was will ich damit? Da hat ja wieder jeder eine andere Meinung. Ihr seht, das ist eben nicht hoch. 760 WP. Sieht aber trotzdem genial aus. Das zweithöchste entwickeln wir jetzt eben noch zu Bisa-Knosp. Dass wir die drei Bisa, also die drei Pflanzenstarter, als Krypto-Version auf dem Handy haben. Och, Adi, der dreht schon wieder komplett durch. Dann habe ich auch was ganz Besonderes noch zwischendurch, das werdet ihr bei Glumanda dann sehen. Genau, Bisa-Knosp. Jetzt haben wir also hier, die anderen können wir eigentlich erlösen für die Medaille, braucht man nicht. Haben wir hier Glumanda. Da sehen wir nämlich was richtig Geniales. Da nehme ich mir wieder das Höchste. Und das Höchste entwickle ich auch mal durch zu Glutexo und zu Glurak. Habt ihr auch schon ein Krypto-Glurak? Schreibt es mal in die Kommentare. Und habt ihr ein Krypto-Bisa-Flor? Schreibt es auch mal in die Kommentare. Finde ich also richtig cool, dass das auch nicht so lange gedauert hat jetzt. Das mit Team Rocket ist ja noch gar nicht so lang her. Wurde eingeführt. Ah, der Ramses, der kann ich hier drücken und gleichzeitig denken. Wurde eingeführt, dann gab es auch dieses Event, wo überall an jedem Stop Team Rocket platziert wurde. Da konnte man richtig was mitnehmen und jetzt kurze Zeit darauf wird schon durchgewechselt und es kommen andere Pokémon dazu, was nicht heißt, dass die hier komplett weg sind. 704 Krypto Glurak nehmen wir auch gerne mit. Das zweithöchste machen wir auch auf. Das machen wir jetzt zu Glutexo. Dann müssen wir einmal hier unten drücken, genau. 15, 12, 15 hat das jetzt schon. Das würde also beim Erlösen dann auf 15, 14, 15 kommen. 98er. Ihr seht, ihr könnt euch da was basteln, wer jetzt von den Startern noch nichts Gutes hat. Kann dann natürlich was mitnehmen. Ich brauche es jetzt nicht. Ich habe am Community damals ja schon 100er Glurak entwickelt. Auch mit der Community Day Attacke. Aber das ist genial. Denn ihr seht, 15, 13, 14, wenn ihr das also erlöst, das müsste ein
Hunderter werden. Wir können das ja mal überprüfen. Wo ist es denn her? Wir gucken noch mal kurz hier auf die Bewertung, ob das wirklich so passt. 15, 13, 14. Bei dem machen wir es jetzt mal. Das erlösen wir mal, damit ihr noch mal seht, wie das aussieht, wenn es erlöst wird und ob das auch passt mit den zwei dazu. Also wenn ihr einen Hunderter basteln könnt, dann könnt ihr das natürlich machen. Die anderen, ja gut, die kleinen, die ich nicht brauche, die könnte ich auch alle erlösen und dann weghauen. Jetzt hat es 700 und wir gucken uns jetzt mal die Werte an. Richtig genial. Dann machen wir gleich einen Screen davon. So. Und damit es eben noch genialer ist, entwickeln wir das auch gleich mal durch, dass wir eben ein erlöstes Glurak haben mit besonderer Attacke. Ihr seht, das zieht sich heute ewig, aber wir wollen die anderen natürlich auch noch entwickeln. Das machen wir alles in der Folge. Habt ihr denn auch alle Pokémon bisher bekommen, die es als Krypto gibt? Oder habt ihr immer nur dieselben bekommen? Man musste da schon ein bisschen suchen, auch später als Hydropi dann eingeführt wurde. Das war ein bisschen knifflig. Das hat ja immer den gleichen Satz gehabt, auch wie Shiggy. Ich finde es trotzdem aber genial, dass das jetzt alles schon gewechselt wird, dass da andere, dass da richtig Schwung in die Bude kommt, dass man da wirklich ein bisschen hinterher sein muss auch, sonst verpasst man einiges. Ob Relaxo jetzt überhaupt noch da ist, weiß ich auch nicht. So, da können wir eigentlich gleich eine 100 dran schreiben. 100, zack. Am besten wir machen jetzt nochmal einen Screen, jetzt sieht es nämlich besser aus. Bam! 100% erlöstes Glurak, das kann man mal mitnehmen. Dann geht es natürlich weiter mit Shiggy. Da haben wir auch wieder hier das höchste Shiggy. Das werden wir auch entwickeln zu Shillock und zu Turtok. Und das zweithöchste zu Shillock, das wird ja auch die ganze Familie haben. Die hebe ich auch auf eben, die mit den höchsten werden. Und die, die drunter sind, die werde ich einfach alle erlösen für die Medaille. Werte habe ich mir vorher auch schon angeguckt, war jetzt nichts Geniales dabei. Ich habe auch schon mal einen Shillock aus einem Rocket Stop bekommen, deswegen war da unten kein Schatten dran. Beim Turtok ist jetzt wieder ein Schatten dran, denn das habe ich noch nicht gehabt. So, das entwickeln wir kurz durch noch zum Krypto Turtok. Habt ihr auch ein Krypto Turtok? Schreibt es mal in die Kommentare. Und habt ihr auch schon mal ein 100%iges Pokémon bekommen beim Erlösen? Dann schreibt das natürlich auch mit rein. Hier das zweithöchste noch schnell zum Shillock gemacht, dass wir wirklich auch die ganze Familie haben. Da finde ich es auch gut, dass die Pokémon-Aufbewahrung jetzt erhöht wurde, eben auf 2500. Denn man kann mittlerweile so viel sammeln und von jedem jetzt nochmal 3 Stück dazu. Und wenn von jedem Pokémon nochmal 3 zusätzlich kommen, weil ihr die alle als Krypto haben wollt. Manche sind sogar so verrückt. Moment, hier nehmen wir auch wieder das Höchste, machen das zu Radikal. Das geht ja schnell, das Zweite braucht man dann nicht entwickeln, ist dann das Zweite. Manche sind auch so verrückt, die sammeln auch natürlich die Erlösten als Familie. Ein erlöstes Radikal, ein erlöstes Radfratz, ein erlöstes Bisasam, ein erlöstes Bisaflor, ein erlöstes Bisaknoss. Aber ja, die sehen jetzt nicht so besonders aus. Die haben halt dann nur gute Werte und deswegen, wenn ihr gute Werte machen könnt, nehmt das ruhig mit. Was haben wir noch? Zubat. Genau, Zubat können wir noch machen. Ah, das hat natürlich wieder 3 Stufen. Hier habt ihr also Krypto Zubat. Denn die Krypto, die sehen eben anders aus. Deswegen sammle ich die Familie. Bei den Erlösten, da ist halt dieser Schleier drum. Ihr könnt vielleicht gute IV bekommen. Aber ich würde die nicht aufgrund des Aussehens mitnehmen, weil die sehen in dem Sinne ja trotzdem genauso aus wie der Rest. Und jetzt geben wir nochmal 100 Bonbons aus, um das Golbat noch zu X-Bat zu machen. Habt ihr auch schon ein Krypto X-Bat? Dann schreibt's mal in die Kommentare. Und das Shiny X-Bat sieht ja richtig hässlich aus, wenn ihr das schon habt. Also das traut man sich gar nicht zu entwickeln. Da sieht das Krypto einfach umso genialer aus. Aber wir wollen das zweithöchste natürlich noch nehmen und das zweithöchste noch zum Golbat machen. Sonst fehlt ja eins in der ganzen Familie beim Stammbaum. Adi ist weg. Erst randaliert er hier die ganze Zeit und dann verzieht er sich. Jetzt knuspert es wieder in der Küche rum, der frisst schon wieder. Hat letztens auch die Tierärztin gesagt, was, der wiegt schon 3 Kilo, der ist ja fast so schwer wie sie. So, das ignorieren wir mal kurz, da ist nämlich Dragosso, das habe ich vorhin aus Versehen gefangen. Das ist schon von den 9, die 9 gucken wir uns jetzt noch nicht an, Carbadoy ist auch neu, brauchen wir uns auch nicht angucken. Hier können wir uns einmal Relaxo angucken. Das sieht richtig genial aus mit den feuerroten Schlitzaugen. Hier haben wir aber noch Dratini. Da werden wir auch das
höchste Dratini zum Krypto Dragoran machen, was ich auch richtig genial finde, und natürlich das zweithöchste zum Krypto Dragonier. Habt ihr auch schon Krypto Dragoran entwickelt? Schreibt's mal in die Kommentare. Mensch, heute müsste das Kommentarfeld ja komplett eskalieren, so viel wie man da reinschreiben kann. Und nochmal 100 Bonbons ausgegeben für das Krypto Dragoran. Ich habe auch eben meine Haare geschnitten ein bisschen, sieht immer noch lausig aus, wie davor, aber trotzdem, es ist so warm, da muss mal was weg an die Seiten. Und da sieht es richtig genial aus. Wenn ihr euch natürlich ein 100%iges Dragoran machen könnt, würde ich das auf jeden Fall erlösen. So, das zweithöchste haben wir hier. Sowieso bei den ganzen Pokémon, die jetzt dabei sind, Relaxo wäre cool, sich dann 100er zu gönnen durch Erlösung. Und ja, Dragoran als 100er ist auch genial. Die restlichen sind eigentlich unnütz, braucht man jetzt eigentlich nicht. Von der ersten Welle würde ich mal sagen, 100er Zoompex, okay, das zählt ja auch noch zur ersten Welle. Aber da gab es ja jetzt auch den Community Day und da haben sicherlich einige sich was geholt. So, und ganz zum Schluss seht ihr, wo wir es gerade davon hatten. Hier, das würde auch 14, 14, 15 bekommen. Wollen wir aber eigentlich nicht, braucht man nicht. Entwickeln wir noch Hydropi zu Morabell und zu Zoompex. Und das zweite dann nur zum Morabell. Und dann sind wir schon mit der kompletten ersten Welle Krypto-Pokémon durch. Deshalb auch wieder die Frage an euch. Habt ihr schon ein Krypto-Zoompex entwickelt? Dann schreibt's mal in die Kommentare. Ein Schatten ist noch da, den machen wir noch weg. Morabell gab es ja auch trotzdem so zu fangen. Nicht nur Hydropi, auch Morabell konnte man direkt aus der Aufgabe ziehen, also aus dem Rocket Stop. Genau wie Golbat. Statt Zubat konnte man auch Golbat direkt bekommen. Und was gab es noch? Weiß ich gerade nicht. Rest ist egal. So, da haben wir noch ein Krypto Zoompex. Sieht auch richtig heftig aus. Das zweithöchste entwickeln wir nochmal zu Morabell. Und dann sind wir durch mit den Krypto-Pokémon der ersten Welle, haben ein 100% erlöstes Glurak entwickelt, was auch richtig cool ist. Und wir freuen uns natürlich auf den Rest der Kryptos, die jetzt noch eingeführt wurden. Krypto Garados, das ist bestimmt auch das nützlichste mit von den neuen Sachen. Ein 100er Garados nimmt man immer mal mit. Und ansonsten sammelt und sammelt und sammelt. Den Rest erlöst ihr immer schön für die Medaille, dann könnt ihr nichts verkehrt machen. Können wir noch mal kurz schauen, ob noch was in der Nähe ist gerade. Wenn die nach da oben sehen wir schon ein. Hier ist nochmal ein Krypto-Stop, Infotafel, natürlicher Lebensraum. Hier unten haben wir noch ein ehemalige Wirkungsstätte. Und. Komm, einer geht noch. Einer ist bestimmt noch irgendwo. Ja, genau da hinten. Den habt ihr jetzt nicht gesehen, weil ich da einfach weggemacht habe. Aber das ist doch auf jeden Fall genial. Wie gesagt, schreibt ihr mal rein, habt ihr die erste Welle komplett und habt ihr die ganze Krypto-Familie gesammelt? Freut ihr euch jetzt auf die zweite Welle? Und was ist euer Lieblings-Krypto-Pokémon aus der zweiten Welle? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.